Wir gehen ja jetzt langsam auf den Sommer zu und man kennt es ja, man hat dann plötzlich das Bedürfnis, an seiner Bikini-Figur zu arbeiten. Bei mir ist tatsächlich nicht der Sommer der Auslöser, sondern einfach nur meine Kondition beim Reiten, dass ich das Bedürfnis habe, ein bisschen mehr für mich zu machen und ein bisschen mehr Sport zu machen. Und ich gehe mittlerweile laufen. Es läuft okay. Also ich würde sagen, ich laufe nicht schön, aber ich laufe, das ist wichtig. Und ansonsten mache ich zu Hause so klassische Übungen, so Bauch, Beine, Po, Rücken, was man halt so macht. Und habe auch das Gefühl, dass ich schon so ein bisschen fitter geworden bin und mein Muskeltonus sich ein bisschen verändert hat. Auch wenn ich noch nicht das Gefühl habe, dass das an meine Fettreserven gegangen ist. Aber das ist ja auch ehrlich gesagt gar nicht das oberste Ziel, sondern das oberste Ziel für mich ist die Fitness. Und wenn ich dann vielleicht meine Lieblingshose wieder zukriege, ist das ein netter Nebeneffekt. Aber ich wollte mir mal so ein paar Tipps von euch abholen und einfach mal mit euch mich so ein bisschen austauschen, was ihr für Sport macht, ob ihr vielleicht auch schon mit Sportarten Erfahrung gemacht habt und sagt, dass ihr damit gut klarkommt. Zum Beispiel Yoga, habe ich gehört, soll super gut sein. Ich muss allerdings sagen, so richtig die Ruhe für Yoga habe ich gar nicht. Also ich finde, das ist so eine Sportart, wo man sehr ruhig sein muss und ich bin mehr so ein Mensch für so explosive Dinge. Was für mich nicht so wirklich in Frage kommt aufgrund von meiner wenigen Zeit, ist zum Beispiel das Fitnessstudio. Da komme ich leider gar nicht hin. Ich habe das gemacht, als ich nur zwei Pferde hatte und Schäden noch nicht hatte, so rum. Aber jetzt ist ja mein Arbeitspensum größer geworden. Gut, ich habe aktuell nur ein Pferd zu reiten, aber ich habe einen sehr langen Weg in den Stall. Ich habe noch den Hund. Wenn ich dann noch ins Fitnessstudio gehen würde, dann würde ich nachts gar nicht mehr schlafen. Das heißt, mich würde mal interessieren, macht ihr Ausgleichssport zum Reitsport? Was hat das für euch für einen Stellenwert? Wie viel Sport macht ihr? Wie oft macht ihr Sport in der Woche? Macht ihr so wie ich Netflix an und macht dann eure Übungen vom Fernseher? Oder habt ihr da noch ein bisschen mehr Sinn und Verstand hinter? Ja, das würde mich einfach mal interessieren. Und vielleicht auch das Thema Ernährung so ein bisschen. Also, ob ihr auf irgendwas verzichtet, ob ihr mal eine Diät ausprobiert habt. Ich will jetzt um Gottes Willen keine Diät in irgendeiner Form pushen oder so. Aber ich finde gerade das Thema Ernährung ist ja auch, wenn man fitter werden will, hat einen sehr hohen Stellenwert. Es reicht nicht, wenn man joggen geht und dann danach halt trotzdem sich die Pommes reinschaufelt. das heißt, mich würde auch so ein bisschen das Thema Ernährung interessieren und dass man sich da so ein bisschen mal austauschen kann. Thank you.